Wir wollen jetzt einen Summenverstärker uns anschauen. Also bis jetzt haben wir quasi ein Eingangssignal gehabt und das haben wir verstärkt. Und jetzt ist die Idee, wir wollen nicht nur ein Signal nehmen und verstärken, sondern wir wollen eine Summe von mehreren Signalen bilden und das dann halt verstärken. Das heißt, wir kommen jetzt schon ein bisschen in die Gegend, wo man mit diesen Operationsverstärkern anfangen kann, interessante Sachen zu rechnen, die nicht nur einfach mal irgendeinen Faktor sind zum Beispiel. Dazu schauen wir uns diese Schaltung hier an. Das ist quasi der Teil der Schaltung, die vor dem Operationsverstärker kommt. Wir haben hier mehrere Eingangssignale, U1 bis UN, machen wir es gleich ganz generisch. Und jeder von denen geht mit einem Widerstand auf das gleiche Netzwerk. Das hier ist ein Knoten und wir haben dann hier die Spannung US, die Summenspannung quasi. Und wir sagen jetzt mal, US ist stromfrei, also da messen wir vielleicht irgendwie hochohmig mit einem Multimeter oder sowas. Das heißt, die ganzen Ströme, die fließen, sind die, die ich hier eingezeichnet habe. Und die Frage ist jetzt, welche Spannung stellt sich denn eigentlich ein an diesem Punkt US? Das ist jetzt der Grund, warum wir im letzten Block kurz die Netzwerkanalyse wiederholt haben. Genau. Also, wie schauen unsere Knotengleichungen aus? Also, wie viele Knotengleichungen haben wir überhaupt? Ja, genau. Wir könnten jetzt den Knoten davor machen und dann auch gleich wieder wegwerfen und so, aber uns interessiert eigentlich nur dieser Knoten hier. Das ist der, für den wir wirklich eine Knotengleichung brauchen. Und wie schaut diese Knotengleichung aus? Ja, I1 plus bis I4 zusammen, also Summe von N ist da, machen wir K. K ist gleich 1 bis N. Ja. Der Kate-Strom. Also die Summe von all diesen Strömen, die haben alle den richtigen Bezugssinn, um das so zu schreiben. Was ist diese Summe? Ist gleich dem I out. Genau, ist 0. Weil wir gesagt haben, dass der Knoten stromfrei ist. Das heißt, wir haben unsere Knotengleichung. Wir summieren einfach all diese Ströme rauf und die müssen 0 sein. Aber wenn da kein Strom rausfließen kann, dann müssen halt manche von denen positiv sein und die anderen entsprechend negativ. So dass es am Schluss genau ausgeht, dass nicht irgendwie Ladungen da liegen bleiben, sondern jeder Strom, der hinfließt, auch wieder zurück, wieder vorausfließen kann. Gut, das ist das Erste, was wir wissen über diese Schaltung. Was wissen wir noch? Also mit den Knotengleichungen sind wir fertig, das heißt, welche Gleichungen kommen jetzt? Genau. Und wie ist das Ohmsche-Gesetz? Genau. Also ich schreibe das mal da rechts hin und sage, U ist gleich R mal I. Aber für das, was wir hier machen, werden Sie gleich sehen, warum, ist es irgendwie sinnvoller, das Ohmsche-Gesetz nicht mit dem Widerstandswert, sondern mit dem Leitwert anzuschreiben. Wie heißt denn das Ohmsche-Gesetz mit dem Leitwert? Durch R. Hm? U ist I durch R. I durch G. Na, durch G, ja. Ja, genau. Also, U ist gleich I durch G. Oder, natürlich viel schöner, I ist gleich U mal G. Und natürlich entsprechend für jeden dieser Widerstände, also wir schreiben einfach universell an, dass der Kate-Strom gleich dem Karteneingang mal dem Kartenleitwert ist. Und jetzt können wir anfangen zum Eliminieren, weil das IK, das haben wir hier auch. So, schauen wir ein bisschen runter, da haben wir das eh auch schon aufgeschrieben. Ach so,
Fehler von mir. Entschuldigung. Die U's, die wir hier haben, sind ja die Eingangsspannungen bezogen zur Masse. Ja. Das sind aber nicht die Spannungen, die an den Widerständen abfallen. Welche Spannungen fallen an den Widerständen ab? Na, die Differenz zwischen US und UN. Genau. A. Genau. Und aufgrund des Richtungssinns muss man umgekehrt machen, also UK minus US. Mal G ist, schreiben wir das so auf, also der Kartestrom ist UK minus US mal den Kartenleitwert. Und das kann ich jetzt hier einsetzen. Das haben wir auch hier vorgerechnet. Das heißt, wir kommen dann hier auf die Summe über UK minus US mal GK ist gleich 0. Und dann können wir das hier ausmultiplizieren natürlich. Dann kommen wir auf die Summe UK mal GK minus, und jetzt kann ich das US, das ist ja für jedes K gleich, es ist immer das, die gleiche Spannung, das kann ich aus der Summe gleich rausheben. Und dann sehen wir auf US mal Summe GK ist gleich 0. So, und das ist jetzt mal das, was hier steht. Und das kann ich jetzt noch in diese einfache oder schönere Form umformen. Dazu nehme ich diesen Teil und addieren rechts rüber. So. UK mal GK ist gleich US mal Summe GK. Und wenn ich jetzt beide Seiten noch durch diese Summe GK dividiere, dann komme ich auf den Teil, der da ganz rechts steht. Da habe ich halt I statt K verwendet, aber ansonsten ist es genau das Gleiche. Also US ist gleich so Summe UK GK durch Summe GK. So. Aber die Gs gleich sind, kann man es raus. Ich wollte gerade fragen, was heißt das, wenn alle Gs gleich sind? Ja, dann kann man es rausfallen lassen. Ja, dann ist es natürlich oben. Dann kann man natürlich schreiben, U, Summe U, dann kann man das G rausheben einfach, dann genau. Ist unten die Summe G, das heißt, die würde dann ein Fünftel oder sowas. Sagen wir, das G, damit es einfach zu überlegen ist, das G ist immer 1. Dann ist die obere Summe was? Na, die, also UN. Also wenn es 5 Spannungen sind, dann würde ich praktisch U dividiert durch 5 bekommen. Genau, also ich würde also die Summe der Spannungen dividiert durch 5, das heißt genau. Genau, die Summe der Spannungen durch die Anzahl der Spannungen, also den Durchschnittswert. Genau, das war das Wort, was ich haben wollte, den Durchschnittswert. Also wenn die Gs alle gleich sind, und egal welches G ich habe, ich ändere natürlich den Strom, nicht? Wenn ich lauter 1 Ohm Widerstände habe, dann fließt da vielleicht ein richtiger Querstrom. Wenn ich lauter Mega Ohm Widerstände habe, dann fließt da nur ein ganz kleiner Querstrom. Aber ich werde immer am US-Knoten den Durchschnittswert von allen anliegenden Spannungen bekommen. Was ist, wenn jetzt, sagen wir, die Leitwerte sind alle gleich, nur bei einem einzigen Anschluss ist der Leitwert doppelt so groß. Dann würde der praktisch wie doppelt zählen. Also der würde wie doppelt zählen, genau. Das heißt, im Grunde, was ich mache mit den Leitwerten, ich gewichte die einzelnen Spannungen, die ich da anlege. Wenn ich bei einem einen doppelt so großen Leitwert habe wie bei allen anderen, dann zählt das genauso, wie wenn ich einfach 2 Anschlüsse hätte und das zieht dann das Ergebnis mehr in diese eine Richtung.
Also es ist ein gewichteter Mittelwert. So, das Problem ist, ich habe damit aber noch keine Summe. Ich habe nur eine gewichtete Mittelung. Wenn ich irgendwie zwei Eingänge habe und der eine ist auf 1 Volt und der andere ist auf 3 Volt, dann würde ich mir 4 Volt erwarten. Nicht? Das wäre die Summe. Das ist das, was ich haben möchte in einem Summenverstärker. Was ich hier bekomme, ist, wenn man die Widerstände, die Eingangswiderstände gleich groß nimmt, ist der Durchschnitt von den beiden und der Durchschnitt ist 2 Volt. Aber weil wir eben durch die Anzahl der Eingänge quasi dividieren, ist das, was ich rauskriege bei dieser Widerstandsschaltung hier, bei der hier, einfach immer nur einen konstanten Faktor, nämlich die Anzahl der Eingänge, unter dem gewünschten Wert. Wenn ich 5 Eingänge habe und ich möchte addieren, dann kann ich die mit dieser Schaltung mal mitteln. Und damit bin ich ein Fünftel unter meinem Ergebnis. Was werde ich dann machen, damit ich auf das... Ich bin auf einem Fünftel von dem Ergebnis. Danke. Ich bin auf einem Fünftel von meinem Ergebnis. Das heißt, das werde ich machen, um auf das Ergebnis zu kommen, was mich interessiert. Mit 5 multiplizieren. Und wie mache ich das? Mit der Schaltung von vorher. Genau, mit der Schaltung von vorher, mit einem nicht invertierenden Verstärker. Und da haben wir hier quasi genau die gleiche Schaltung, nur dass wir jetzt am Ausgang, und darum haben wir gesagt, der ist quasi, da fließt kein Strom, weil wir haben vorgehabt, da einen Op-Amp anzuhängen. Am Ausgang haben wir dann noch den nicht invertierenden Verstärker, der dann eben genau diesen Effekt wieder kompensiert. Und so kann ich jetzt Spannungen addieren. Nicht nur einfach nur addieren, sondern ich kann sie auch noch speziell gewichten, wenn ich das möchte. Und da ist auch gleich eine Übung und machen wir die gemeinsam. Ich habe da noch ein letztes Blatt, wir dürfen uns nicht verrechnen. Ich bin jetzt einfach nur... Aber ich habe jetzt erst gedacht, wir gehen einfach raus mit einem weiteren Widerstand, weil dann würde die Summe der Ströme ja da drauf fließen sozusagen. Gibt es irgendwo äquivalent oder ist das jetzt nur eine... Wo geht dieser weitere Widerstand hin? Der müsste eigentlich dann gegen 0 gehen sozusagen. Dann hast du einfach mit dem Leitwert von diesem Widerstand in deiner Summe zusätzlich noch gewichtet 0 drinnen. Also... Wenn du zum Beispiel einen Spannungsteiler machst, um eine Spannung zu halbieren, dann kannst du auch sagen, das ist der Mittelwert zwischen der Eingangsspannung und 0. Also es kommt ganz genau das Gleiche rauf, ob du da jetzt noch einen Widerstand gegen 0 einplanst oder einfach sagst, okay, ich habe hier in dieser Kette halt noch einen weiteren und am Eingang ist einfach konstant 0. Ja, schon, aber da könnte ich sozusagen dann argumentieren, das I, das durch diesen Dings fließt, ist dann eigentlich der Summe äquivalent irgendwie. Das heißt, ich müsste mit dem I weiterarbeiten dann. Ja, das könntest du natürlich auch machen. Und ich überlege mir jetzt. Ob das bei der Op-Amp-Philosophie gibt es jetzt nicht viel Sinn. Du kannst natürlich du kannst es schon irgendwie machen. Zum Beispiel kannst du einen invertierenden Verstärker da dranhängen. Dann ist das quasi deine virtuelle Masse. Und auf der rechten Seite machst du dann noch die andere Schaltung. Aber dann hast du quasi nicht die Summe, sondern minus die Summe. Und das ist eigentlich das, was wir im nächsten Block machen, aber dann eben schon die nächste Einheit. Beliebige lineare Funktionen mit einem Op-Amp. Und da hätten wir hier quasi das, was wir uns jetzt angeschaut haben, und im oberen Teil das, was du jetzt vorgeschlagen hast. Und damit können wir dann halt Schaltungen machen, die jede lineare Funktion implementieren. Was man öfter braucht, dass man denkt, also das schaut jetzt irgendwie aus wie eine mathematische Spielerei, aber wenn ich irgendwie einen Stromspiegel machen möchte zum Beispiel, dann will ich halt irgendwie an einem Messwiderstand 2 Spannungen, die Differenz von denen multipliziert mit das und das, das soll dann mein Ausgang sein. Und dann habe ich eben eine lineare Funktion und hätte eigentlich gerne die Möglichkeit, ein Kastel zu zeichnen und sagen, da habe ich 5 Eingänge, A, B, C, D, E und den linearen Term und das soll dann der Ausgang sein und dann kann ich eben meine Schaltung entsprechend dimensionieren.
Machen wir das nächste Mal. So, wir wollten dimensionieren eine Schaltung mit drei Eingängen, A, B, C, die diese Funktion hier implementiert. Werde ich dieses Problem angehen? Machen wir es in zwei Schritten. Also wir haben jetzt hier UOut ist gleich. Fangen wir an mit dem US, mit diesem Summen nach den entsprechenden Widerständen. Und so etwas kann ich nicht implementieren, weil das ja quasi keine Mittelung ist, keine gewichtete. Aber was kann ich implementieren? Wie mache ich aus dem eine gewichtete Mittelung? Dann kannst du nicht einfach die drei Widerstände, die drei Eingangswiderstände da mit 1, 2 und 5 Siemens machen? Ja, und ich kann einfach nur sagen, ich bin ja noch bei der mathematischen Funktion, gar nicht bei den Widerständen, und ich habe quasi hier einen Term, der keine gewichtete Mittelung ist. Und ich möchte daraus eine gewichtete Mittelung machen, und was ich natürlich machen kann, oder die einzige Art, wie ich das machen kann, ist, durch 3 ist schwierig, durch 8, genau. Durch die Summe der Koeffizienten. Dann ist es eine gewichtete Mittelung. Das heißt, unser Summensignal ist UA plus 2UB plus 5UC durch 8. Und dann ist eben unser Ausgangssignal US mal 8. Und wir wissen, wie man das macht, das haben wir nämlich gerade angeschaut. Wir wissen, wie man das macht, das ist nämlich ein nicht invertierender Verstärker. Das heißt, bauen wir mal das da auf. Da sage ich, UA geht in einen Widerstand, UB geht in einen Widerstand und UC. Ein Leiter. Ich mache es trotzdem mit Widerstandswerten, damit es nicht ganz so einfach ist. Und ich sage jetzt mal, der ist 10 Kilo. Was muss dann UB sein? 5 Kilo. Jawohl. Und was ist UC? Perfekt. Gut. Die summiere ich alle zusammen. Und dann gehe ich in einen nicht invertierenden Verstärker. Und ich sage jetzt, ich sage jetzt mal 10 Kilo. 40 Kilo. Hm? 40 Kilo. Ja. Auch, Entschuldigung, 70 Kilo. Ja. Perfekt. Und da ist unser Ausgang. Also die hier, also wir sagen, UA ist 10 Kilo. Das ist, da habe ich einfach eine Zahl ausgedacht. Nicht? Also man, in dem Zweig kann man einen festlegen und dann mussten halt die Verhältnisse stimmen zu den anderen. Und jetzt wissen wir haben hier einen Faktor 2, das heißt, der muss einen doppelt so hohen Leitwert haben, also den halben Widerstand. Und da hat die Hälfte von 10 Kilo ist 5 Kilo. Und der muss einen fünfmal so hohen Leitwert haben, also ein Fünftel des Widerstandswertes, und dann sind wir auf 2 Kilo. Und hier wissen wir, dass die Verstärkung von einem nicht invertierenden Verstärker die Summe von diesen beiden Widerstandswerten durch diesen Widerstandswert ist. Nicht, wenn wir uns da wieder diese Kippe vorstellen, dann haben wir quasi das Segment, das irgendwie 10 Kilo Ohm breit ist. Und dann wollen wir quasi, dass bis zum anderen Ende 80 Kilo Ohm ist. Aber da sind die 10 Kilo Ohm schon drin, also fehlen uns 70 Kilo Ohm auf einen 1 zu 8 Verstärker. Und so haben wir jetzt eine Schaltung gebaut, ich glaube, das war jetzt gar nicht so schwierig, die quasi diese lineare Funktion implementiert. Und solange hier alle
alle Dinge dazugezählt werden und nicht subtrahiert werden, kann man das auf diese Art und Weise machen. Wenn man dann eben auch noch Dinge subtrahieren möchte, dann machen wir das eben in der ersten Einheit beim nächsten Mal, wo wir uns dann anschauen, wie man das erweitert, indem man quasi hier noch jede Menge Unsinn dranhängen kann. Und dann haben wir das komplett. Und das ist eigentlich recht interessant. Man findet da kaum Informationen darüber. Also was man findet, wenn man irgendwas liest über Op-Amps, dann liest man immer, wie kann man mit Op-Amps zwei Dinge addieren, wie kann man zwei Dinge subtrahieren, also lauter Spezialfälle von dem, was wir hier machen. Wenn man ein bisschen sucht, findet man oft Schaltungen, wo jemand irgendwie zwei Zahlen addieren möchte und eine dritte Zahl abziehen und das Ergebnis mal 5. Und dann macht er das mit 3 Operationsverstärkern, aber es geht natürlich mit einem und vielen Widerständen. Okay, testen Sie die Schaltung mit einem Simulator am PC. Nachdem wir jetzt einen Workshop zur Schaltungssimulation gemacht haben, ist das ja sicherlich kein Problem. So, welche Anwendungen fallen uns ein für Summenverstärker? Wann könnte ich das haben wollen? Normal nicht. Ja, ja, ich könnte dann quasi noch einen nicht gekoppelten Operationsverstärker noch eine Wertungsfunktion dranhängen. Ist das? Ja, aber Mischpult dürfen. Genau, Mischpult. Ich habe einfach zwei Audiosignale und ich möchte ein Audiosignal haben, wo ich beides höre. Dann brauche ich einen Summenverstärker. Das ist die ganz klassische Anwendung dafür. Aber ansonsten gibt es noch viele, viele andere, also gerade wenn man eben dann anfängt, Stromquellen zu bauen, solche Sachen mit Operationsverstärkern, da kommt man oft, macht man so ein System-Level quasi Schaltplan und dann sagt man, an der Stelle will ich jetzt die Differenz zwischen diesen beiden Messpunkten mal 100. Naja, dann ist das schon genau der Fall für sowas hier. Differenz noch blöd, weil wir können jetzt noch nur addieren, aber wenn wir dann auch subtrahieren können, dann ist das perfekt. Ja, oder sagen wir, wir haben... Wir wollen das Licht messen in einem Raum zum Beispiel. Aber nicht an einem Punkt, sondern wir wollen die Ergebnisse von vielen, vielen Sensoren mitteln. Ja, mit dem Arduino hast du 6 analoge Eingänge, da kannst du 6 Signale mitteln. Ja? Wenn du 20 Sensoren hast, kannst du entweder sagen, okay, dann brauche ich entweder analog Multiplexer nochmal davor setzen. Oder vier Arduinos nehmen, genau. Und mit dem Bluetooth-Shields kommunizieren lassen. Oder ich mache einen Summenverstärker, ein paar Widerstände, fertig. Gut. Das hängt davon ab, was für einen Operationsverstärker du nimmst. Also pro Widerstand, glaube ich, im Bautesortiment 5 Cent oder 10 Cent, ich bin mir nicht sicher. Und die Operationsverstärker, die wir haben, die gehen von, ich glaube, 50 Cent bis 2 Euro, seit die Preisspanne. Also unter 3 Euro? Ja, man sollte. Also je nachdem, wie viele Signale du summierst, weil das kannst du natürlich weiterführen. Nicht? Du kannst auch 1000 Signale summieren, dann würde ich aber nicht 10 Cent pro Widerstand hier zahlen, sondern einen Cent, wenn du einfach die große Packung kaufst. Ja, also es ist... Wenn du das Ergebnis wirklich auch analog nur brauchst, ja, weil du möchtest eine Kunstinstallation machen, in dem einen Raum das Licht misst und in einem anderen Raum genauso hell beleuchtet oder was auch immer, dann bist du hier sicherlich günstiger dran. Ist der Arduino schneller oder hat er Nein, der Arduino ist viel langsamer. Wenn ich einen langsameren Operationsverstärker nehme, dann bin ich vielleicht in einer Reaktionszeit von weiß ich nicht, sollen es ein paar Mikrosekunden sein, sagen wir 5 Mikrosekunden oder sowas. Der Arduino kann in 5 Mikrosekunden 80 Assembler-Instruktionen ausführen. Da ist noch nicht einmal die erste ADC-Wandlung gestartet, da braucht man dann noch gar nicht über die anderen. Und das ist gleich schnell, auch wenn man da 100 oder 1000 anhängt, beim Arduino wird es natürlich immer komplizierter. Aber es ist auch ein konstruiertes Beispiel. Also ist jetzt nicht das,
das archetypische Beispiel, um zu sagen, Operationsverstärker sind besser als ein Arduino, weil es ist einfach ein Problem, das gut für sowas passt und schlecht für ein Arduino passt. So, also, in welchen Fällen reicht ein einfacher Impedanzwandler am Ausgang von der Schaltung, wo wir dann quasi nicht noch einmal hier einen nicht invertierenden Verstärker brauchen? Und jetzt kommt der interessante Teil. Woher weiß die Schaltung in diesen Fällen, was das Ground-Potenzial ist? Weil wenn ihr schaut, Ground kommt nur hier vor. Wenn ich da jetzt einen Impedanzwandler reinsetze, dann gibt es auch das nicht mehr. Das heißt, die Schaltung kann dann was aufsummieren, ohne zu wissen, was der absolute Bezugspunkt ist. Wie geht das? Da gibt es dann wieder ein virtuelles Ground. Ja, nicht in der Hinsicht. Ja, aber es ist ja die gleiche Spannung eigentlich gegen irgendeinen virtuellen Punkt. Ja, also in welchen Fällen reicht denn ein Impedanzwandler? Wann brauchen wir denn keinen nicht invertierenden Verstärker? Ach so. Weil wir haben jetzt hier diesen nicht invertierenden Verstärker. Wann brauche ich denn nicht? Bei Verstärkungsfaktor jetzt. Ja, also wenn ich quasi hier schreiben würde, UOUT ist gleich US, wenn ich quasi hier mal 1 hätte, ne, nach dem Schema. Dann ja, ja. Und wann ist das erfüllt? Wann ist das der Fall? Welche Eigenschaft muss quasi meine Summe haben, die ich da zusammenzähle? Die Koeffizienten müssen in Summe 1 sein, ja? Was ist denn das? Wie haben wir das denn genannt? Das ist eine Mittelung. Und wenn ihr euch einen Zahlenstrahl anschaut, ich zeichne hier jetzt mittendrin einen Zahlenstrahl hinein, und wir haben hier irgendeine Zahl A, und wir haben da irgendeine Zahl B, dann ist dieser Punkt hier am Zahlenstrahl, der repräsentiert dann quasi den Mittelwert. Das ist A plus B halbe. Und dazu ist eigentlich völlig egal, ob 0 hier ist oder da ist. Die Mitte zwischen diesen Punkten bleibt die Mitte zwischen diesen Punkten. Das kann man jetzt natürlich für 5 Eingänge nicht so schön grafisch zeigen wie für 2, aber das ist quasi dieses Grundprinzip, warum wir in dem Augenblick dann nicht mehr das Ground-Potenzial brauchen, weil es nämlich auch von dem mathematischen Problem, was wir lösen, nicht relevant ist. Da können wir beide Seiten mit einem beliebigen Offset noch versehen. Wir können irgendwie zu jeder Variable x dazuzählen und auch zum Ergebnis x dazuzählen. Es bleibt immer noch eine wahre Aussage. Also so wie ich quasi wirklich eine gewichtete Mittelung mache, baue ich hier nur einen Bedarf. Eigentlich nur mehr da rausgeben. Genau, ich muss nur dieses Potenzial rausgeben. Und das ist eben, weil dieses Potenzial wirklich nur quasi sich geometrisch aus diesen Punkten ergibt, aber ich kann das auch am Zahlenstrahl sozusagen lösen, ohne zu wissen, wo am Zahlenstrahl 0 ist. Wenn ich sage, dieses Ergebnis mal 2, dann muss ich am Zahlenstrahl auch wissen, wo 0 ist. Weil dann muss ich mir diese Strecke anschauen und diese Strecke verdoppeln. Okay, noch Fragen für heute? Ja, warum hast du für die Summe I vor der Anfang mit der Rechnung auf 0 gesetzt? Das war nicht ganz. Du meinst diese Summe, warum ist die 0? Weil die Vorausbedingung war, dass das US, dass dort kein Strom genau. Wir haben gesagt, hier fließt kein Strom. Das war einfach ein.
nice. Also er steht auch hier unten. Und über den Anschluss US kein Strom ab- oder zufließt. Weil da ist quasi und da fließt kein Strom rein, weil das Hochpunkt. Genau. Also in dem Fall war das quasi Teil der Angabe. Wir messen da hochohmig mit einem Multimeter oder so. Wir nehmen auf der rechten Seite keinen Strom raus. Und ein Satz später sieht man dann warum. Aber jetzt fließt der eigentlich einer rein, oder? Nein. Weil die Eingänge vom Op-Amp hochohmig sind. Also vielleicht ein Picoampere oder so. Aber so, dass das viel, viel kleiner ist als die Ströme, die wir hier haben. Es fließt kein Strom, sondern die Spannung irgendwie. Genau, die Spannung wird angelegt an diesen Eingang. Und dann regelt der Op-Amp seinen Ausgang so, dass das Potenzial am anderen Eingang gleich ist, aber es fließt in die Eingänge vom Op-Amp nie Strom rein. Das ist wie ein Multimeter im Spannungsmessmodus, nur halt noch besser. Weil, ja. Gut, und darum kommen wir quasi auf diese Knotengleichung. Okay, sonst Fragen für heute? Gut, sage ich danke. Wir sehen uns nicht in ganz einem Monat, weil es ja vorverlegt ist. Zerstörst meinen Applaus. So, was ist die Frage? Die Bauteile, kann man da jetzt irgendwie einen Weg an, weil es gibt keinen, sozusagen, oder gibt es irgendwo eine Auflistung, welche Bauteile es ergibt, dann ist es nur, dass man jetzt nicht von Null dann suchen anfängt, oder kann man von der Bauteilbibliothek von da aus, genau. Du kannst aus dem Bauteilsortiment, also auch aus dem Bauteilsortiment auf der Webseite, da habe ich mir was überlegt, welche Bauteile sind denn sinnvoll, welche decken ein breites Spektrum ab. Und wenn du dort auf die Website siehst du zum Beispiel auch, dass wir, glaube ich, 4 verschiedene Operationsverstärker hier haben. Also selbst da, man kommt da nicht drum herum, dass man sagt, das ist ein Operationsverstärker, sondern ansonsten gibt es halt die Bauteilsuche auf den Webseiten von Lieferanten, DigiKey und so, die mehr oder weniger gut sind. Also da kann man dann sagen, ich suche einen Operationsverstärker und dann hast du halt irgendwie 20 Kriterien, wo du irgendwie sagen kannst, das Gain Bandwidth Product soll er haben, die Versorgungsspannungen soll er können und so weiter und so fort. Aber leider sind diese parametrischen Suchen immer, die sind besser als gar nichts natürlich, aber man kommt ja, also dann nicht. Ich wollte jetzt gar nicht gehen, sondern eher sozusagen, wenn man sich an diesen Beispielen orientiert und die nachbauen will, dass ja. Man dann da einfach. Genau, da kannst du da nehmen und die Sachen, die wir heute gemacht haben, das geht alles sehr, sehr gut mit diesem TS912. Also ich mag diesen Op-Amp sehr, weil er sich für kleine Frequenzen genauso verhält, wie man sich das vorstellt und einen breiten Spannungsbereich verträgt. Bei den meisten anderen Op-Amps, die wir haben, die haben im Wesentlichen den Vorteil gegenüber dem TS912, dass sie günstiger sind. Aber man muss halt dann mehr aufpassen, was kann der, wo hat der seine Grenzen. Also die 50 Cent oder das ist eher... Ich glaube, die 50 Cent sind der billigste, den wir haben, aber wir können da mal noch... Aber generell sozusagen, man heißt nicht nur da, sondern überhaupt... Nein, also überhaupt...